Vorwürfe von Frauen haben die gesamte Präsidentschaft von Donald Trump überschattet. Jetzt nach seinem Abgang aus dem Weißen Haus heizt sich der gerichtliche Showdown mit einigen dieser Frauen auf. Jetzt wurde bekannt, dass der ehemalige Präsident am 23. Dezember aussagen soll in einem dieser sechs Verfahren. Die Klägerin ist dabei Summer Servos. Das ist eine ehemalige Kandidatin bei der TV-Hitserie The Apprentice, die natürlich moderiert worden ist von Donald Trump, mit der er auch zum TV-Star geworden ist. Servos behauptet, dass Donald Trump sie ungewollt geküsst hat, berührt hätte. Das Ganze sei passiert bei einem Treffen, als sie ihn um Rat fragen wollte bei ihrer Karriere. Das Verfahren läuft bereits seit einigen Jahren und jetzt allerdings der Höhepunkt natürlich mit dieser vorgeschriebenen Zeugenaussage von Donald Trump, die im Dezember stattfinden soll. Es gibt natürlich weitere Frauen, die ähnliche sexuelle Übergriffe behaupten. Mehr als zwei Dutzend solcher Frauen haben sich im Laufe der letzten Jahre gemeldet. Einige haben auch geklagt. Auch diese Verfahren laufen weiter. Apropos Donald Trump, er ist jetzt, wie man gehört hat, gerade aus der Liste der 400 reichsten Amerikaner hinausgefallen. Diese Liste wird zusammengestellt von Magazin Forbes und seit 1996 war der Name Donald Trump stets inkludiert in den reichsten 400 Amerikanern. Jetzt allerdings ist er hinausgefallen, nicht mehr reich genug. Allerdings, man muss jetzt nicht glauben, er nage am Hungertuch, denn Donald Trumps Vermögen wird nach wie vor mit 2,5 Milliarden Dollar beziffert von Forbes.